Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich habe noch immer nicht genug von Kürbis und ich hoffe, ihr auch nicht. Denn heute möchte ich mit euch gemeinsam wieder ein sehr leckeres Kürbisrezept probieren. Und zwar machen wir gemeinsam Kürbisschupfnudeln und aus diesen werden wir dann ein leckeres vegetarisches Hauptgericht zubereiten. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann bleib unbedingt dran. Wie immer zeige ich dir zuerst die Zutaten im Detail. Alle Zutaten findest du auch nochmal unten in der Infobox mit genauen Mengenangaben, wenn du diese benötigst. Und die Zubereitung zeige ich dir jetzt hier. Viel Spaß mit dem Video. Wir brauchen Mehl, Kartoffelstärke, Proteinpulver, das kann man aber auch weglassen und einfach mehr Mehl benutzen, zum Würzen Salz, Pumpkin Spice und Pfeffer, außerdem Kürbispüree. Für das Kürbispüree habe ich zuerst meinen Kürbis in Würfel geschnitten, dann in einen Topf gegeben, gemeinsam mit ganz wenig Wasser. Wichtig ist, dass nur der Topfboden bedeckt ist mit dem Wasser. Darin habe ich meinen Kürbis weich gegart und dann gemixt. Dann brauchen wir Kartoffeln. Die müssen unbedingt noch heiß sein. Und dann starten wir damit, dass wir die noch heißen Kartoffeln durch die Kartoffelpresse drücken. Wenn ihr keine Kartoffelpresse habt, könnt ihr auch einen Kartoffelstampfer verwenden, alternativ. Und dann kommen einfach alle restlichen Zutaten zu den Kartoffeln. Zuerst das Mehl, dann das Proteinpulver, die Kartoffelstärke, die Gewürze und das Kürbispüree. Meine Küchenmaschine hat dann einen schönen Teig daraus geknetet und dann geht's auch schon ans Kochen. Ich habe hier einen Topf Salzwasser zum Kochen gebracht. Wichtig ist, dass das Wasser nicht zu sehr kocht. Und dann habe ich meine Schupfnudeln geformt. Der Teig ist ein bisschen klebrig, aber wenn man die Hände immer wieder zwischendurch mit kaltem Wasser befeuchtet, dann lässt sie sich sehr gut formen. Ich habe dann zwischendurch mit einem Löffel die Nudeln vom Boden gelöst, weil bei mir kleben die sonst immer ein bisschen fest. Und sobald die Schupfnudeln an der Wasseroberfläche schwimmen, kann man sie schon rausnehmen. Ich brate meine Schupfnudeln dann mit ein bisschen Butter gemeinsam in der Pfanne an, bis sie schön braun geröstet sind. Und dann serviere ich meine Schupfnudeln mit ein bisschen Babyspinat. Außerdem noch Granatapfelkernen. Die Frische von den Granatapfelkernen passt da super dazu und dann streue ich noch ein bisschen Feta-Käse drüber. Ja, das war jetzt ein bisschen ein aufwendigeres Rezept, aber das schmeckt echt sehr, sehr lecker. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das zu Hause auszuprobieren. Wenn du es zu Hause ausprobiert hast, dann schreib mir sehr gerne Feedback in die Kommentare, da würde ich mich sehr freuen. Wenn dir dieses Rezept und dieses Video gefallen haben, dann lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das gerne einmal unten nach. Ich hoffe, dass du auch nächsten Sonntag bei meinem neuen Video wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Tschüss!